Dank der Spitzensportförderung der Armee können wir neu 40 Spieler von A-Nazi, von U23, eigentlich als Halbprofis laufen. Im Juli haben die Nationalspieler noch mal richtig informiert. Im August haben schon die ersten losgelassen. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 20 Spielern, die dort dabei sind. Anfangs 21 wäre es gegen die 30 gewesen. Das sind natürlich Top-Voraussetzungen. Zu dem Start hat sich verändert, dass ich jetzt etwa noch 50% arbeite. Und die anderen 50% Zeit haben für zusätzliche Trainings. Das heisst, am Tag durch Skill-Trainings, Physis-Trainings oder regenerativ etwas. Das ist ein grosser Punkt, der sich verändert in meinem Leben, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe, um in solche Sachen zu investieren. Als Sportsoldat dürfen die Spieler 100 bis 130 WK-Tage machen pro Jahr. Das heisst konkret, das kann auch in einem Trainingslager sein, das kann aber auch im individuellen Training sein. Das entspricht ungefähr einem 50% Pensum. Darum ergeben sich da natürlich völlig neue Möglichkeiten. Der Grund, um mit diesem Programm mitzumachen, war für mich, dass ich viel mehr Zeit investieren kann für das Uni-OK. Da vor allem jetzt der perfekte Zeitpunkt für das ist, mit den zwei WMs im 21 und im 22. Was natürlich ein grosses Ziel ist, um beide WMs so erfolgreich wie möglich abzuschliessen. Ja, als Sportler werden die Spieler ganz sicher einen bedeutenden Schritt weiter sein vor der WM. Wir müssen jetzt natürlich auch schauen, dass schlussendlich, dass man auf dem Feld etwas sieht. Das heisst, auch überlegen, was macht man, wenn man 5 Tage Zeit hat, plötzlich, wenn man 5 Tage Profi ist im Stück. Die Umstellung vom 90% arbeiten zu vielleicht 50% oder eben mal eine Woche Zeit haben, rein sich auf den Sport zu konzentrieren. Die muss man schon sehr sensibel begleiten, schauen, dass schlussendlich wirklich der Effekt erzielt wird, den man sich wünscht und man dann auch auf dem Feld eigentlich wirklich eine Leistungssteigerung wird sehen.